Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ey, du, ganz ehrlich, auf der Tour war das jetzt mega unspektakulär. Eine halbe Stunde bevor der Gig losging, haben wir uns alle nochmal Aspirin-Komplex reingepfiffen. Ich war komplett, also in mir wohnt ein Apotheker jetzt, weil ich irgendwie ab dem zweiten Tag zu kämpfen hatte, gesundheitlich. Von Nasendusche über, wie heißt es, Sinopret, Aspirin-Komplex, alles dabei. Und so lief das dann ab, kurz vorher, eine halbe Stunde vorher. Und bevor wir auf die Bühne gehen, wünschen wir uns eigentlich alle gegenseitig nur absolut viel Spaß. Vollgas, Männer. Viel Spaß. Viel Spaß. Ein bisschen. Aber schon. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Gehen die Jungs auf die Bühne. Dann fangen die an, Tarzan und Jane zu spielen. Und dann komme ich hinterher, wink ins Publikum. Und dann kann's losgehen. So wie Tarzan und Jane, Watson und Holmes, Pinky und Brain. Wir bleiben für immer so, du und ich. 8 Konzerte in 6 Tagen. War auf jeden Fall ein verrückter Ritt. Auch so dieses Feeling mit kompletter Band war schon geil, weil wir einfach flexibler sind, wie wir Songs spielen und wie wir es umsetzen. Zum Beispiel 180 km/h spielen wir ganz, ganz runtergebrochen, nur mit Klavier. Wir können dann hinten raus noch ein bisschen was mehr machen und länger und noch mal ein Refrain und so. Diese Flexibilität ist schon cool. Es war total spannend, irgendwie, weil jeden Abend irgendwie was komplett anderes passiert ist. Und so hält man sich auch selber total frisch und erfindet quasi jeden Abend was Neues an dem einen oder anderen Song. Und das war schon einfach ja, sehr, sehr geil. Und dann mit so einem Publikum, was halt auch in einem Zuhörmodus ist und vor dir sitzt und auf einmal die Leute grölen nicht, so wie bei einem Open Air oder so, wo jeder einfach alles rausschreit, sondern es gab richtige Chöre irgendwie, Publikumschöre, wundervolle Stimmen. Dieses Zusammenspiel da mit uns, das war das super. Also eine super, super, super tolle Erfahrung auf jeden Fall. Aber wir haben zum ersten Mal ein Kinderkonzert gespielt und da muss ich schon sagen, das war schon sehr, sehr verblüffend. Ich habe mir vorher viele Gedanken gemacht, wie ich es irgendwie mache und was wir besonders machen und was wir ändern, jetzt mal abgesehen vielleicht von der einen oder anderen Textpassage. Hab dann aber so ziemlich alle Gedanken über Bord geworfen und mir gedacht, die Kinder werden mich schon durch das Konzert leiten. Einfach so cool, so das totale Unbeschwerte zu sehen und dass den Kids völlig egal ist, was die Person neben einem irgendwie macht. So, ob die Person neben einem jetzt sitzt und man dadurch selber nicht dem Impuls folgt, aufzustehen, das gibt's bei Kids nicht. Ich Gladbach dann als Abschluss noch vor 600 Leuten in so einem Ding hier, wo man denkt, ja geil, wo ist mein Orchester? War dann auch nochmal definitiv besonders.
Und sonst hatte jeder Abend wirklich was Besonderes, was Eigenes irgendwie für sich parat. Und ja, ich würde schon sagen, jedes Konzert war also wirklich komplett einzigartig. Solange noch geht, solange man noch sind, bliebe mal hier, ganz genau hier, ganz genau hier, für immer und jetzt. So eine Unplugged-Tour sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Safe.